Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Mortuary Assistant. Aber sowas von, ihr Lieben, wir sind heute in der 9. Schicht und wir versuchen immer noch das geheime Ende, Secret Ende und das 6. Ende zu bekommen. Beim 5. Ende ist es so, dass wir random eine Szene bekommen, random. Das heißt, keine Ahnung, wann wir die mal das nächste Mal bekommen. Wir schauen einfach mal und ich würde sagen, wir legen los mit der 9. Schicht. Ich hoffe, dass wir den Dämon diesmal auch gut finden werden und vielleicht die Filmsequenz dazu bekommen. Mal schauen. Deswegen, wir starten mal rein. Und nehmen natürlich die Coins mit. Love you, Dad. Yep, I love me too. Also wir haben schon gesehen, dass wir ein, zwei neue Sequenzen bekommen haben. Zum Beispiel das mit der Eingangstür ist, glaube ich, neu. Und das mit dem verschlossenen Raum war neu. Und wahrscheinlich ein oder zwei kleine Sachen, die ich jetzt so nicht auf dem Schirm habe. Ich frage mich, was das mit einer Sicherung zu tun hat, ne? Ich werde sie trotzdem einfach mal reinlegen. Und ich habe nur von ein paar Bildern gesehen, dass es wirklich ein neues Ende gibt. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das triggern können. Keine Ahnung. At least I can keep track of things. Yep. Gut. Die Coins lasse ich jetzt einfach mal drin. Ja, gut, wissen wir. Das wissen wir jetzt und perfekt. Entschuldigung. So, dann können wir jetzt schon den ersten Kandidaten oder Kandidatin holen. Wen haben wir denn hier? Wir haben einen Brian, Harris, Alma. Oh, Alma erinnert mich irgendwie an... Was war das? 4? Ich glaube, Alma kommt von 4. Ne? Jetzt schon? Gut. Dann lassen. Ich weiß nicht, wo das Ding gerade hingegangen ist. Das war definitiv eine Frauenstimme. So. Ryan. Hast du irgendwo das Symbol gesehen, sag mal, Schwarzfreund? Gefunden. So. Dann nehmen wir einmal das. Eigentlich ist da noch was. Der Rücken.
So, mal gucken, ob das Gesicht noch irgendwas hat. Soweit sieht das Gesicht in Ordnung aus. So, der Arm. There we go. Gut, das dürfte alles gewesen sein. Rechte Schulter, linke Schulter, Arm, linker Arm, rechtes Bein. Ich hoffe, dass wir in dieser Folge die eine Szene bekommen und den Dämon ausfindig machen. Fein, ne? Sportskanone. Freund aller Menschen. Gut, das ist nichts vorhanden. Da sind die Nägel. Sehr schön. There we go. Er lächelt zumindest absolut gar nicht. Wisst ihr, dann haben wir vielleicht die Frequenz. Ich sag immer Frequenz, es tut mir leid. Right. Die Zähne und ja. Haben dann vielleicht den Dämon nicht gefunden. Und ja, das mit dem Licht ignoriere ich gerade voll. I can't use that here. That's not it. Oh, hatte ich schon. Das hatte ich schon. I can't use that here. Ja, Sportskanone. Ja, mach weg die. Oh Gott. Ab und zu reagiert es nicht. Es kann. Oh ja. Gut, Dings. Jetzt brauche ich Skapell. Er sieht momentan noch sehr ruhig aus. I can't use that. Oh mein Gott, ja. Glotz ihn an, von mir aus. Und let's go. Wir brauchen, wie gesagt, nur dieses eine Teil. Meines Fahrzeugs auf. Ich habe keine Angst. Absolut. Ich war mal groß, da würde ich nicht mehr reingehen. Das hat sich gerade gleich. Ach so, das war die Kette. Nein, ich bin ein Held. Ich bin ein richtig großer Held. So. Sportskanone, ich mache ich mal kurz fertig. Dann pieken wir dich mal eine Runde. Es passiert wieder kaum was, ne?
Sagte sie, und gleich passiert irgendwas. There we go. Here we go again. Ist ja nicht. ...1970. Sagt mir nichts, was ich damit anfangen soll, ne? Vielleicht kommt das ja noch irgendwie. So, dann haben wir ihn ja eigentlich schon fertig, ne? Dann können wir ja Paris holen. Paris in love. Oh yeah. Alright. So, er hat gar keine Anzeichen gemacht, dieser Brian. Brian. Der Brei. So, Paris. Paris ist hier, meine Lieben. Ich mache mal kurz hier einen Cut. Ich muss mal kurz wohin. Bin gleich wieder da. So, meine Lieben. Weiter geht's. Wir sind unterwegs immer noch mit Paris. Ich hatte gerade eine ganz kleine Pause von 1,5 Stunden gerade gemacht. Hab mir schnell was zwischen die Kiemen geschoben. Und ja, ich würde sagen, let's go. Ja, dreh dich nochmal um. Der hat sehr viele Kratzer, unser Paris in Love. Ui. So, dann lass mal gucken. Der grinst auch schon so ein bisschen, ne? Ich hätte ja Schiss, wenn er so ein bisschen dann hochkommt und Mann, ich fresse kleine Mädchen. Oder kleine Kinder, besser gesagt. There we go. Wir wollen ja auch noch... Ach so, ja, stimmt. Das habe ich ja vergessen. Gut. Einmal Dings. Paris Cox. Das und das rechte Bein. Dann können wir ihn auch mal kurz ausdrucken. Oh mein Gott, ich muss ein bisschen leiser machen. 51 Jahre jung. So, Paris, mein Lieber. Achso, ja, ich hatte das Spiel. Es ist so schwer zu erkennen. Wo bist du, mein Sportsfreund? Ah, okay. Das ist eine Tulpe, die ich gesehen habe. Tulpe, 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 Tulpe. Das ist eine Tulpe. Sieht wirklich aus wie eine Tulpe. Gut, Sportsfreund. Dann wollen wir dir mein Lächeln ins Gesicht zaubern. Genau. Bin ich mal gespannt.
There we go. Der lächelt doch. Guck mal, der lächelt. Kein breites Lächeln, sondern ein... Ja, wir gucken. Da waren Menschen im Schrank. Gut. Bisschen Skapell. Bisschen davon. Oh Gottchen. Gut. Das auf jeden Fall erstmal noch nicht. Erstmal hier wieder alles aufmachen. So. Das hatte ich. Ui. Gut. Den rein. Sorry, Leute, ich habe gerade gegessen, ne? Das rein und bisschen Weihwasser, damit es richtig schön zündet. So, abge... Er grinst leicht. Ich finde, er grinst ein bisschen. Uff. Uncoole Kiste. Gut. Dann verkabeln wir ihn mal. Rebecca? Rebecca? Mom. You stupid bitch. Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. Lifeless. Worthless. Wake up, this boy. It's me. Ich dachte, dass er gerade kiss me. Hat sich gerade so ein bisschen danach angehört. So, darf ich jetzt die gute Leiche jetzt hier auspumpen? Ist die Katze laut. Ein Haar. Es ist ein Haar. Das ist das Beste, was ich habe auf der Welt. Ein Haar. Large Old Key. Es ist ein Haar. Es wird laut. Gut, wir haben alles. Ist das eklig laut. So, einmal kurz zu. Gut, wir haben Tulpe, Haar und Tulpe, Tee, Tulpe, Dings. Ein Haar. Das hier ist es. Telduk. Tulpe, Tee, Haar. Und japanisches Zeichen. Das dürfte es sein. Tulpe, Dings. Yep, haben wir. Ein bisschen Spaß muss... Was ist denn jetzt passiert? Ich sollte mich nicht so ruckartig umdrehen, weil hinter mir kann jederzeit irgendwas sein. So, lass mal gucken, was wir da drin Schönes finden. Und dann haben wir ja noch Kandidat Nummer 3, den ich jetzt nicht mehr weiß, wie er heißt. Kandidat. There we go.
Nummer 3. Oh. Ich habe mir meinen heiligen Zettel nicht mitgenommen. Also ich finde, dass Paris so ein bisschen vor sich hin kichert. Er sieht auf jeden Fall glücklicher aus als die anderen. Ich muss mir nochmal die anderen angucken. So, einmal zu. Und die Teile. Haben die sich so ein bisschen anders hingelegt, nur weil ich mal kurz Pause gemacht habe? Nee, ne? Mein Freund. Ich weiß nicht, warum ich gerade die ganze Zeit singe. Der grinst. Ich glaube, Paris ist es. Mein Peter. Rein mit dir. Lass mich mal kurz hier Brian gucken. Ist es ja nicht. Weiß ich nicht. Oh, wir haben eine... Dame. Jetzt ist es Brian. Aber vorhin hatten wir ein Wimmern. Ein frauliches Wimmern. Die hat eine Stresspustin, die habe ich gerade auch. Madame, dessen Namen ich jetzt gerade nicht gelesen habe. Aber Brian spielt so ein bisschen gerade verrückt. Oder er musste mal kurz lüften. Weil er, wie gesagt, ein Fahren gelassen hat. Komischerweise sind die alle zerkratzt. Außer Brian, oder? Nee, Brian hatte auch Kratzer, glaube ich. So, meine Liebe. Ah ja, stimmt, die Eimer. Watschi, Matschi, Matschi. Linker Arm, die hat ja fast überall irgendwas. Gut. Ja. Hallo. Fremder. Ich trinke mal kurz was, ja? Er sieht ein bisschen aus wie Brian, ne? Also, Brian. Nur mal so. Warum? Das kannten wir aber, glaube ich, schon. Aber ich war gerade... Gut, ich muss... Leg mich schon mal am Arsch. Ich mache Urlaub. Das für ein ganzes Jahr. Ist das gerade neu gewesen? Irgendwie, keine Ahnung.
Ruhig, Rebecca. Das bin ich. Das sind meine 5 verschiedenen Ichs. Ich bin jetzt mutig. Warum ist hier überall Licht aus? Ich will sowas gar nicht. Ich will doch einfach nur diese Tante hier machen. Ich habe natürlich keine Angst. Nein. Absolut gar nicht. Das war nicht mein Magen. Das war Brian, ne? Definitiv. Einmal, was machen wir beiden Hübschen jetzt hier eigentlich? Wollen wir was trinken gehen? Ich glaube, ich gucke mir gleich mein Little Pony an. Wird total toll. Wirklich. There we go. Here we go again. Sie grinst auch diesmal nicht. Derjenige, der ich gefühlt so ein bisschen gerade grinst, ist Paris. Alright. Alright. Ich muss mich mal kurz jucken. Kratzen. Ja, jucken tut mir. Ja, es sagt dazu einfach gar nichts mehr. Komm, wir wollen ja nichts auf dem Boden liegen lassen. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich irgendwas kommt. Ignoriert. Gekonnt sogar. So, bisschen Weihwasser. Dämonisch hatten wir ja schon. Kleine Rebecca wird immer verrückter irgendwie. So. Da, 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 da. Und unser Rundgang findet statt. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Wir haben ja eigentlich. Aber wir gucken mal. Wir müssen hier irgendwie eine. Ja, Filmsequenz bekommen. Ich hasse dieses Geräusch. Und ich finde dieses Bad sehr schlimm. Ich finde alles hier schlimm. Kenne ich schon. Kenne ich schon, aber was kam danach? Wisst ihr was? Zieht eure Grütze hier durch. Ich gieße mir erstmal die letzten Sprite ein. Und dann können wir gerne darüber debattieren, wer jetzt dran schuld ist, dass wir so eine Rotze wieder hier haben. Ich drücke mal E. Nein. I'm not going. I hate you. Please.
Ja, das ist nicht das Ende, was ich haben wollte. Ey, Kumpel, sei wirklich... Oh, sei doch nicht so laut. Ich will eine andere Dings haben. Mann. Kennen wir schon. Der Terminator. Ah ne, das war Sean Cena. Ja. Die Dings brauchen wir, ne? Das Teil mit ihr brauchen wir nur woanders. Aber hübsch gemacht, ne? Da-da-da-da. Da liegt einer. You should have died when you had the chance. Klatsch. Ist nur Yoga, Leute. Neues, modernes Yoga. Ja. Genau das hatten wir. Meine Hübsche, wo waren wir? Achso, wir müssen noch ein bisschen... in den Eingeweiden spielen. Ach, da. Hallo? Ich weiß es trotzdem nicht, wer das ist. Das ist schon wieder so ein so was Schweres irgendwie. Ich brauche trotzdem ein Stück Papier. Auf diesem Stück Papier steht einfach nur drauf, ich hab mich lieb. Ganz toll. Ja. Das muntert mich auf. Aber auch nur das. Der Rest nicht. Nein, nein. Ne, Leute, ich glaube, in dieser Folge kann ich euch wieder nichts bieten. Ich weiß nicht, was neu ist. Ha! Foto noch gemacht. Die haben aber auch wirklich alle nichts groß gemacht. Und derjenige, der die ganze Zeit da stand, war Brian, glaube ich. Brian, ich kann den Namen, glaube ich, nicht richtig aussprechen. Brian. Also, sie ist es nicht. Es ist ein männlicher Kandidat. Entweder er... oder er. Ich finde aber, dass Paris ein leichtes Schmunzeln drauf hat. Ich weiß, ich kann es nicht, ich kann es schon wieder nicht sagen, ne? Aber wir haben die ganze Zeit ein etwas, wie könnte ich das sagen, stabileren vom Körperbau her. Warst du das oder du? Aber du bist ein bisschen schmaler, habe ich das Gefühl. Also gefühlt habe ich ihn die ganze Zeit gesehen.
Ja, eigentlich keine Ahnung, ne? Ich habe keine Ahnung. Rosmarie. Alma ist es nicht. Ich glaube, ich habe ihn hier des Öfteren gesehen. Wisst ihr, was wir mal machen müssen? Müssen wir mal ausprobieren. Einen Körper einfach so verbrennen. Ohne nichts. Haben wir das schon mal gemacht? Ene Popel. Wer ist... Wie alt seid ihr? Egal. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Aber er hat... Hast du Kratzer? Ich glaube, er ist der Einzige, der keine Kratzer hat. Er hatte... Du hattest Kratzer, ne? Ich glaube, es ist Brian. Also wie gesagt, wir haben... Das ist ein sehr hübsches Bild übrigens. Ich wollte... Mann! Ich mache aber gelegentlich ein paar Bildchen. Einfach nur so, weil ich es kann. Also er hat, wie gesagt, keine Kratzer. Und ich glaube, bei den Charakteren, bei den Leichen, wo... Kratzer drauf sind, das ist einfach nur Tarnung des Dämons, um zu sagen, ey, guck mal hier, das ist eine perfekte Leiche für dich. Mach mal. Und gefühlt habe ich diesen Körper sehr oft gesehen jetzt gerade. Ne? Was sagst du denn dazu? Sportsfreund. Du bist ausgepumpt, du bist wieder vollgepumpt worden. Also, ich habe so einige Sachen mit deinem Körper gemacht. Ach Mann, weißt du, dieser Beruf ist echt ätzend. Ich sehe Dinge. Essen habe ich zu Hause vergessen. Meine Omi kommt hier immer mal vorbei. Dann kommt die Elfriede mal vorbei. Also, ich weiß auch nicht. Die sind alle irgendwie hier sehr aktiv. Ich glaube, ich sollte mal irgendwie... Erzieher wären. Ja, das wäre doch ein Träumchen, ne? Irgendwas mit kleinen Kindern oder so, ne? Mhm. Die haben garantiert Spaß mit mir. Auch wenn ich komische Sachen sehe. Was meinst du, Brian? Ist doch was, oder? Würdest du da mitziehen? Wir beide, Brian. Du und ich. Im Kindergarten. Die Kinder werden gut schlafen. Ich habe sehr viele Geschichten auf Lager. Vielleicht ein bisschen blutig, aber hey, ich glaube davon... Geschichte ist Geschichte. Hauptsache, die Kinder schlafen dabei sehr schnell ein. Ich möchte eigentlich nur dieses eine Event haben. In diesem Raum. Mehr will ich nicht, Leute. Deswegen zappe ich gerade vor mir hin. Ach ja. Vielleicht sollte ich mein Beutelchen und die Kalli hierhin einladen. Vielleicht habt ihr auch Spaß dabei. Vielleicht sollte ich auch mich einfach mal auf diesen Tisch legen und pennen. Hm. Nachtschicht. Wer macht eigentlich Nachtschicht in der Leichenhalle? Wir natürlich. Und sonst so? Hui, das kann ich auch im Real Life. Hast du was gesagt? Der Dämon findet das auch witzig, was ich hier sappel. Der denkt sich, ja, das ist genau die richtige. Die alte brauche ich. Ja, alles klar. Hallo! Da, da, da. Ja, komm.
Ich bin gespannt, ob ich den richtigen geschnappt habe, ne? Das sollte ich nicht singen. Kann ich das hier reinmachen? Ja, ich kann's. Ich räume hier noch schnell auf. So feiere ich auch immer, wenn ich in den Backofen gesteckt werde. Hänsel dankt's. Es wird laut, Leute, Ohren zu halten. Saints. Dieser Job ist wirklich bombig. Das ist so ein Feierabendschnein, ne? Ich weiß noch nicht mehr, was ich machen muss, um das neue Ende zu bekommen. Weiß ich nicht. You've come a long way. It's nice not to be the one down there for a change. Ich hab den richtigen verbrannt. Mr. Dover? I think you can just call me Ray. Ich hab den richtigen verbrannt, schon wieder mal. Do you always just pass out and wake up on the floor? Ja, öfters mal. It takes a lot out of here. Sollte aufhören zu trinken. I've never simply walked out of here after. You get used to it. Raymond, dieser Job ist echt hart, sag ich dir. I'll be sure to clean the floors better. Raymond, will this ever end? Ich hoffe auch. I honestly don't know. Dass es irgendwann endet, ich will doch nur die zwei Enden noch haben. Time, Rebecca. I've traveled all over, learning everything I can. Wieso klappt das bei mir nicht? I've never found anything that could put a stop to it. So no, I don't think it does. So, we're just like this forever? It was hard for me too. But this is the life we get. Wir müssen es für immer machen, Leute. We have to face our worst selves. Eigentlich jeden Tag eine Schicht mit euch machen, ne? But the better we know ourselves, the stronger we are. Why don't you head home? Get some rest. Who knows what's coming tonight? Die nächsten drei Leichen, glaub mal. Ja, ihr Lieben, ich würde mal sagen, ich habe 31 Leute exhumiert und 6 Dämonen. Und ich war 5-mal besessen? Ich war 5-mal besessen? Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, wann wir endlich mal die 2 Enden bekommen. Oder zumindest eine ist. Wir brauchen, wie gesagt, für das 5. Ende diese eine Fiene. Dann können wir das mit den Münzen machen und dann brauchen wir die richtige Leiche dafür. Dann haben wir das 5. Ende, dann ist alles gut. Das Problem ist, wann kommt die 10. mal? Und ich glaube, die 10. hatten wir das letzte Mal in Folge 2. Und wir sind jetzt in Folge, keine Ahnung, 10? Nee, 9 auf jeden Fall. Eine Folge habe ich nicht hochgeladen. Noch nicht. Gut, aber ich würde sagen, meine Lieben, die Schicht war lang. Und explosivhaft und ich habe mehrere Persönlichkeiten in dieser Nachtschicht entwickelt und ich mache definitiv jetzt Feierabend und lege mich jetzt ins Bettchen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und fürs Mitarbeiten und Good Night und süße Träume. Ciao, ciao.